Der Wechsel auf das Gymnasium kann für einen Grundschüler eine aufregende, aber auch herausfordernde Erfahrung sein. Mit dem Wechsel kommt oft auch mehr Verantwortung. Schüler müssen möglicherweise selbstständiger sein und ihre Schulsachen immer selber organisieren. Wir haben Medine gebeten, einmal genauer nachzufragen. Vielen Dank. Neben mir sitzt Herr Ilgen. Hallo, Herr Ilgen. Hallo, Medine. Grüße dich. Viele Grundschüler fragen sich, wie denn der Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium ist. Können Sie mir da weiterhelfen? Ja, also eine erste Möglichkeit ist natürlich erst einmal, sich beim Tag der offenen Tür, der immer so Ende November, Anfang Dezember stattfindet, einen Eindruck von der Schule zu machen, um das Gebäude kennenzulernen, um auch schon die Lehrerinnen und Lehrer kennenzulernen und natürlich auch die vielleicht zukünftigen Mitschülerinnen und Mitschüler. Dann, wenn man sagt, ich möchte ans Steinmark-Gymnasium und man hat sich hier angemeldet, gibt es noch vor den Sommerferien einen Kennenlernnachmittag, bei dem man schon seine neue Klasse kennenlernt, bei dem man die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer kennenlernt und unsere Mentorinnen und Mentoren. Denn auch das ist ja besonders, dass wir Schülerinnen und Schüler haben, die die neuen Fünftklässler begleiten. Und dann geht es natürlich nach den Sommerferien los. Wir lernen erstmal die Schule ganz intensiv kennen. Wir machen eine kleine Rallye und wir fahren ganz schnell auf Kennenlernfahrt, damit wir uns als Klasse gut kennenlernen und wissen, mit wem wir die nächsten 9 Jahre zusammen sind. Und dann gibt es natürlich auch noch das Fach Lernen, soziales Lernen. Auch das unterstützt uns dabei, ja, zu wissen, was wird denn überhaupt am Gymnasium von mir erwartet? Was brauche ich alles, damit das gut klappt? Wie bereite ich mich auf Klassenarbeiten vor? Wie funktioniert das Hausaufgabenheft? All diese Sachen und noch vieles mehr wird dort besprochen. Und die Mentorinnen und Mentoren sind natürlich auch die ganze Jahrgangsstufe 5 und 6 dabei. Das heißt, wann immer man vielleicht ein Problemchen hat, was man vielleicht lieber mit einem Schüler oder einer Schülerin besprechen würde und nicht so gerne mit einem Lehrer oder einer Lehrerin, kann man sich an die Mentoren wenden. Vielen Dank. Sehr gerne. Der Wechsel von der Grundschule zum Gymnasium kann für manche Kinder schwierig sein. Aber keine Sorge, es gibt Unterstützung. Wenn du Probleme hast, kannst du dich an die Beratungslehrerin Frau Sturmann oder den Beratungslehrer Herrn Ilgen wenden. Die Beratung ist freiwillig und vertraulich. Nutze das Angebot auf jeden Fall. Du wirst sehen, es gibt immer eine Lösung.